Warum sind wir hier? Wo kommen wir her? Und was passiert mit uns, mit unserem Bewusstsein, mit unserem Denken irgendwie, mit dem, was wir sind? Was passiert damit nach dem Tod? Existiert es dann weiter? Und wir leben weiter irgendwo? Wir wissen es natürlich nicht. Und es wird hier, weiß nicht, sehr philosophisches Video. Ich will irgendwie einfach nur meine Gedanken mit dir teilen zu dem Thema. Es ist keine Angst, es wird jetzt keine Werbung für irgendeine Religion, sondern ich möchte einfach nur meine Gedanken zu dem Thema mit dir teilen. Und es wird jetzt auch kein, ja, wissenschaftliches Video, wie es eigentlich üblich ist, jetzt auf meinem Kanal Gesundheit leicht gemacht. Thema Gesundheit logischerweise, aber ich weiß nicht, heute will ich einfach mal irgendwie darüber sprechen, weil das irgendwie auch ein wichtiges Thema ist. Und ja, ganz egal, an was man glaubt, zu welcher Religion man angehört oder ob man Atheist ist, finde ich trotzdem, dass es irgendwie trotzdem einige Grundsachen gibt, beziehungsweise Grundantworten auf die Fragen, die meiner Meinung nach für alle gelten. Ganz egal, ob man jetzt irgendwie daran glaubt, dass man ins Gericht kommt sozusagen nach dem Tod und in die Himmel oder in die Hölle. Oder ob das Leben hier nur eine Probe ist für ein späteres Leben. Ganz egal, ja, welche Religion man angehört, an was man diesbezüglich glaubt und so, finde ich trotzdem, es gibt ein paar Grundsachen, die wir uns alle irgendwie zu Herzen nehmen sollten. Und das Erste ist einfach erstmal tiefe Dankbarkeit dafür, dass wir einfach hier sind. Ganz egal, wo wir herkommen, ist egal, wo wir herkommen, wir müssen das nicht wissen. Und wir müssen uns dafür auch nicht entscheiden, für irgendeinen Gott oder so. Sondern wir sind hier, das ist wundervoll. Es ist erstmal egal, wo wir herkommen. Und einfach nur dafür, dass wir hier sind, sollten wir einfach so dankbar sein. Weil, wow, wir sind einfach hier. Das ist so eine offensichtliche Tatsache, aber irgendwie so eine faszinierende, wenn man so mal drüber nachdenkt. Wir sind einfach hier. Einfach hier. Warum auch immer und woher auch immer, aber wir sind einfach hier und das ist wundervoll. Dafür können wir einfach nur dankbar sein, dass wir halt einfach hier sind, dass wir einfach diese Chance haben und uns dieses Leben gegeben wurde und wir machen können mit unserem Leben, was wir wollen. Egal unter welchen Umständen oder mit welchen Umständen wir geboren wurden, ob wir jetzt irgendwie dort Stärken oder dort Schwächen haben, ist egal. Uns wurde trotzdem einfach, egal wie wir sind, die Chance gegeben, beziehungsweise einfach dieses Leben gegeben. Da bin ich einfach zutiefst dankbar, weil, wow, sonst wäre ich einfach nicht hier. Wäre man einfach nicht hier. Einfach krass. Genau, das ist das Erste, was ich mit euch teilen wollte. Einfach, ja, diesen Gedanken, dass man erstmal einfach so unglaublich dankbar ist, dass man überhaupt hier ist, weil, ja, das ist wow, einfach nur wow. Und dann das Zweite, das bezieht sich so ein bisschen auch irgendwie auf die Frage, warum wir hier sind. Irgendwie. Aber nicht so eindeutige Aussage, sondern eher allgemein.
weil ich jetzt keine Religion vertreten will und bewerben will oder so. Aber so ein paar Sachen vertreten ja eigentlich alle Religionen. Eigentlich haben eh alle Religionen irgendwie so die Grundmessage gemeinsam. Nämlich, dass man halt einfach ein guter Mensch ist und ein gutes Leben führt. Das haben alle Religionen so vom Kern her gemeinsam. Deswegen verstehe ich gar nicht, wieso sich manche Religionen irgendwie so streiten. Das ist dann wahrscheinlich durch Fehldeutung und Fehlinterpretation und Hinzufügen von Sachen, die eigentlich nicht im Kern drinstehen oder drin sind in der Religion, aber egal. Aber auf jeden Fall eben diese Kernmessage, die wir uns alle zu Herzen nehmen sollten, dass wir halt einfach ein guter Mensch sind. Und was Positives der Welt hinterlassen, beziehungsweise auf keinen Fall einen Schaden sozusagen für die Welt sind. Weil, wow, uns wurde hier diese Chance gegeben, dieses Leben geschenkt, wofür wir erstmal zutiefst dankbar sein sollten. Weil uns halt einfach erstmal einfach sowas gegeben wurde, ohne dass wir schon irgendwas gegeben haben. Und meiner Meinung nach ist es unsere Pflicht, wenn uns dieses Leben gegeben wurde, auf keinen Fall irgendetwas Negatives sozusagen zurückzugeben und zu hinterlassen. Das ist einfach, ja. Was soll ich sagen? Das würde halt einfach überhaupt keinen Sinn machen und ja, das ist ja klar irgendwie so ein bisschen Moralsache natürlich und irgendwie. Ja, ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Das wäre halt ganz egal, ob man danach dann irgendwie in die Hölle kommt oder irgendwie bestraft wird für, wenn man was Negatives hinterlassen hat sozusagen und nicht das Geschenk genutzt hat, um irgendwie wenigstens entweder alles neutral zu belassen oder irgendwie ein bisschen positiv zu verändern. Wenn man das Negative und bestraft, ganz egal, ob man dann bestraft wird oder nicht, finde ich es halt trotzdem, wenn man so mal drüber nachdenkt, man will doch trotzdem irgendwie das Ganze genutzt haben. Ganz egal, ob man danach bestraft wird oder nicht. Damit man irgendwie, ja, guten Gewissens, sage ich mal, sterben kann, irgendwie, ich weiß nicht. Weil, ja, du hast diese eine Chance von diesem Leben bekommen. Und die sollten wir nicht verkacken, meiner Meinung nach. Ja. Das war's auch schon. Das wollte ich irgendwie mal gesagt haben. Auch wenn es auf meinem Kanal irgendwie mehr um das Thema Gesundheit und so geht, ist das für mich irgendwie so ein wichtiges Thema inzwischen geworden, dass ich das hier teilen wollte. Ja, in diesem Sinne, trotzdem, wie immer, bleib gesund und viel wichtiger, handel gesund. Bis zum nächsten Mal.